Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ja, wir sind in einem wandelnden Baum oder so und sollten ursprünglich als Sklaven gehalten werden. Aber wir sind leicht entkommen und müssen uns jetzt hier gegen Pharaonen und Dämonen und was weiß ich für Gesocks rum. Oh, das sieht hier draußen ja richtig schön aus. Das ist dieser wandelnde Baum. Jetzt sind wir außen. Ui, eine Hydra. Eine Lamia, okay. So, außerdem habe ich jetzt was geändert. Phil greift jetzt mit zwei Schwertern gleichzeitig an. Und hat damit einen Angriffsschaden von 80. Mal gucken, was das bewirkt. Du enthielt Phönix wieder. Okay, auch nicht schlecht. Elixier, kann ich da was nehmen? Nein, das ist kein Heilwasser. Auch kein Heilwasser. Die neue Schwertkombination gibt auf alle Fälle mal ein bisschen mehr Damage Output. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen da noch nicht hoch. Da geht es nämlich noch ein bisschen lang. Vielleicht finden wir noch eine Truhe. Ja. Die Truhe enthielt Runenbogen. Wenn ich jetzt Bögen tragen würde, wäre das richtig cool. Aber ich trage ja keine Bögen mehr. Ah ja. Du musst Hein sein, ja. Ah, die Kraft der Dunkelheit ist wunderschön. Ein schwarzer Goblin aus Chaos. Ein Goblin, auf den ich ein alles umhüllen Noctrum zeichnen werde. Gobelin, also immer. Mit dieser Festung, dem Soldaten von Argus und der Kraft der Dunkelheit, werde ich die Welt beherrschen. Es ist Zeit zu sterben. Tja, der sieht dann schon ein bisschen aus wie dieser Behind, aber egal. Angriff. Angriff. Der hat ja irgendwie Ausfall. Hieß es, dass wir den nicht einfach so angreifen können. Deshalb müssen wir da erstmal Analyse einsetzen. Und mit der Analyse hauen wir dann mit der vollen Kraft von Benji drauf. Bei ihrem Wechsel. Okay, der ist jetzt gegen irgendwas immun. Und immun ist er Hein. Ja, okay, Lebenspunkte. Schwäche Blitz. Okay. Hein. Magie. Blitzra. Ausfall. Und Magie, du gehst jetzt mal auf Vitra. Wobei, eigentlich ist der doch wahrscheinlich untot. Dann müsste doch auch da was helfen. Dann hat er schon wieder Barriere gewechselt, oder? Angriff. Angriff. Angriff.
und Analyse. Hein, Feuer. Wahrscheinlich rotiert er einmal rum. So, Angriff, Magie, wenn du jetzt gegen Feuer bist, vorher warst du gegen Blitz, dann würde ich jetzt mal Eisra gegen dich einsetzen. Hey. Feuer. Wobei, Eisra, du wechselst garantiert gleich rum. Okay, und jetzt hoffe ich, dass ich dich gegen Eisra erwische. Ja, nicht wirklich. Angriff. Angriff. Magie. So, was hattest du vorher? Johnny! Phönixfeder. Angriff. So, wir hauen jetzt einfach mal Pizza auf gut Glück raus. Angriff. Ja, das war der Richtige. Nochmal Blitzra. Ne, wir gehen als Feurer, weil der wird jetzt garantiert gleich wechseln. Und jetzt hat er entweder Eis oder Feuer. Mit ein bisschen Glück treffe ich das Richtige. Und ich habe das Richtige getroffen. Tja, das war's wohl dann, Heine. Bang hat der gemacht. Oh, ein Erdbeben. Hab Dank, Krieger des Lichts. Die Wände können sprechen. Ich bin der älteste Baum aus dem lebenden Wald. Hein hat einen Zauber über mich gelegt, um mich zu beherrschen.
Doch ihr habt mich von meinen Fesseln befreit. Ich danke euch, Krieger des Lichts. Nachdem ich die in mir gefangenen Menschen befreit und in ihre Heimat zurückgebracht habe, werde ich in den lebenden Wald zurückkehren. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Nun ist es an der Zeit, zurückzukehren. Da. Ich bin zurück. Hier gehöre ich hin. Habt Dank für eure Hilfe, meine Kleinen. Hier, nehmt dies. Benutzt es, wenn euch die Kraft der Dunkelheit im Wege steht. Ihr habt den lebenden Wald gerettet. Wir danken euch. Zahn des Windes erhalten. Was macht der Zahn des Windes? Nun will ich schlafen, bis die Wunden, die Heil mir zugefügte, geheilt sind. 1000 Jahre will ich schlafen und niemand wird diesen Wald betreten können, bis ich erwache. Meine Kleinen, es ist kein Zufall, dass der schwebende Kontinent vor 1000 Jahren entstand, als die Dunkelheit die Welt verschlang. Und es ist kein Zufall, dass ihr 1000 Jahre später als Krieger des Lichts erwählt wurdet. Doch nun müsst ihr diesen schwebenden Kontinent verlassen und euch in die Welt der Dunkelheit, die Oberflächenwelt, begeben. Die Oberflächenwelt? Ihr müsst eilen. Wenn ihr jetzt nicht aufbrecht, wird es weitere 1000 Jahre dauern, bis ihr sie erneut betreten könnt. Auf ein Wiedersehen, möge euch das Glück hold sein. Toll, und wie betrete ich die? Das hat er mir auch nicht erklärt. Der lebende Wald? Okay, Bin ich so schlau wie zuvor? Auf alle Fälle, dieser Oberkontinent, den wir jetzt hier begangen haben, war anscheinend nur der Anfang. Will ich nach Tokulkraft gehen? Ja, Phil macht jetzt auf alle Fälle ordentlich Schaden. Das ist schon mal nicht schlecht. So, da ist die Wüste, dann muss Tokol hier, nein, da drüben liegen. Greifen.
Bin ich eigentlich jetzt noch richtig? Nee, ich bin schon wieder viel zu weit. Ich muss in die andere Richtung. Egal, ich sag jetzt hier Pause. Auf Wiedersehen. Und ich laufe dann einfach mal in der Pause Richtung Tokul. Bis dahin, macht's gut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns bald wieder. Beziehungsweise wir gucken uns jetzt noch schnell den Kampf hier zu Ende an.